Hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief Simulator. Ich kann gerade mein Nachtsichtgerät nicht ausschalten. Und müsste das Ding noch knacken, aber ich sehe hier nichts. Ich sehe hier absolut nichts mehr. Es wurde gerade so hell, dass ich keine Ziffer mehr entziffern kann. So. Hier, da, ihr seht, draußen wird es wieder hell. Ah, toll. Da ist nur ein Tablet drin. 0,8. 500. Ja, wenn es danach geht, ne? Müsste ich eigentlich die Lampe hier lassen, weil die Lampe müsste ich eigentlich die Lampe hier lassen. Ich fange nur mal an. Weil die Lampe weniger bringt als das Tablet im Endeffekt. Und wenn es danach geht, müsste ich dann eigentlich die Lampe. Controller. Jetzt komme ich nicht an den Controller ran, weil ich die Lampe da drauf geschmissen habe. Ich glaube es nicht. Headset 90, Controller wiegt 2. Kann ich nicht, ne? Nee, aber Headset könnte ich noch mitnehmen. Ja, dann nehmen wir das Headset mit. So. Könntest du bitte aufhören, hier ein bisschen durch die Gegend zu glitschen? Danke. So, hier sind wir durch. Jetzt müsste ich eben gucken. Wo hier vorne ist, will ich eben gucken. Ich glaube, er läuft unten. Und was mit ihm ist. Huppa, das war eine dumme Idee. Okay, komm, versuchen wir es mal. Genau. Die hatte ich noch nicht entdeckt, glaube ich. Was mache ich jetzt? Komme ich da wieder hoch? Die hatte ich schon entdeckt, okay. Ich komme hier wieder hoch. Alles klar. Okay. Ich müsste hier aber, glaube ich, gar nicht mehr hoch, oder? Weil eigentlich reicht es ja, wenn ich da runterjumpe, an ihm vorbei und dann. Da über die Mauer. Da ist ja die Mauer, wo ich drüber will. Das heißt, das ist eigentlich der direkte Weg. Würde ich mal so sagen. Weil hier drin gibt es ja jetzt nichts mehr zu holen, oder sehe ich das falsch? Hier waren wir überall. Ich habe alles geknackt gehabt, ich hatte alles offen gehabt. Die Tür habe ich von innen geöffnet. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass die auf war. Die Boxen. Kann ich die da mitnehmen? Nein, habe ich schon mal geprüft, glaube ich. Ist hier noch ein Raum hinter? Warte mal. Das prüfen wir nochmal eben. Sobald er wieder hier vorne steht. Ja, der sieht mich jetzt relativ schnell. Ja, hier war noch ein Raum hinter. Ah, das Bad. Okay, hier waren wir schon drin. Hier waren wir schon drin. Ne, dann bleibt wirklich nur noch hier die Flucht nach draußen. Unten ist auch nichts mehr. Ne. Dann bleibt wirklich nur noch die Flucht nach draußen. Da müssen wir mal eben gucken, wie wir das hier machen. Wie ich hier rauskomme.
Das ist die Wand. Da ist das Häuschen mit dem, mit der Statue. Ich glaube, ich gehe hier raus, wenn der Kollege hier wieder auf dem Weg nach da vorne ist. Ich glaube, die Zeit nehme ich mir. Ich will das jetzt nicht vermasseln, wisst ihr? Okay. Anscheinend ist er auf dem Weg nach vorne. Ei, 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 ei. Der hat mich gesehen. Bin ich eigentlich von hier, hier oben drauf? Jo, das könnte funktionieren. Steht der? Der steht. Okay, wenn ich mich hinter dem, hinter der Hecke da platziere, dann müsste das gehen. Abwarten. Abwarten, ruhig bleiben. Komm, geh da lang. Geh dahinter. Ich muss nur da runter. Puh. So, jetzt haben wir nur noch den da vorne. Weil noch steht er da. Lieber wäre es mir natürlich, wenn er... gerade frisch da ist. Geklappt. Versuchen wir noch mal. Wo? Ach so, der hat mich nur gehört. Schon wieder nicht. Gibt es doch nicht. Jetzt kommt er. Okay, jetzt muss ich mich hier ein bisschen in Verdeckt halten. Das ist ärgerlich. Oh, 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 oh. Du kannst mich gar nicht sehen. Boah, das wird jetzt noch auf die letzten Meter verkacken, ey. Das wäre... Warte mal, ich kann rüberspringen, ne? Ja, ich kann rüberspringen. Das mache ich auch gleich. Glaube ich. Hier aufhalten ist besser. Da sieht er mich nämlich gar nicht hinter dem Busch. Ich glaube, ich springe gleich erstmal rüber. Steige ins Auto, speichere zwischen und hole dann die Statue.
Okay, hat sich erledigt. Mit etwas Glück komme ich jetzt rüber. Der Kofferraum auf? Natürlich ist er nicht auf. Wo ist das Ding? Nee, nee, Leute, nicht jetzt. Alles gut. Guten Tag. Die da drüben auch noch mal kurz. Die Zeit nehme ich mir. Jetzt. So. Sorry. Erst zwischenspeichern. Das muss jetzt sein. Alles klar. Und Abflug. Wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es, Leute, wir haben es. Ab nach Hause. Oh, wie geil. Wow, nicht schlecht. Gut abgeschlossen. Heimlichkeit, komplett voll. Was wir geklaut haben, ist auch geil. Hat sich gelohnt. Definitiv hat sich das gelohnt. So, was ich brauche, sind diese Skulpturen hier. Es sind so viele Autos hier. Die Pakete kann ich eigentlich verkaufen. Fällt mir gerade mal so ein. Die brauchen wir nicht mehr. Die Quest habe ich hier schon abgeschlossen. Rausgepatcht wurden sie allerdings noch nicht. Ach so, ja. Mal so. Hinstellen. Nehmen wir das noch mit. So, die eine Statue können wir jetzt noch holen, beziehungsweise wir könnten es auch erstmal sein lassen. Weil es nur für die eine Statue nochmal extra rein. Ich glaube, nee, das muss nicht sein. Ja, so, ist okay. So, habe ich hier noch irgendwas drin, was ich gerade kaufen will. Ja, die Geschenke. Das sind die kleinen Geschenke da drin. Nur zum Thema. Ja, zur Info. Weil hier habe ich offiziell die Quest noch nicht abgeschlossen. Das ist ja der Spielstand, den ich zurückgespeichert habe. Oder zurückgespielt habe. So, die Schlüssel, die kommen hier komplett raus. Das Tab. Achso, ist gesperrt. Ja, okay. Können wir schon mal das Headset hier rein. Dann kann ich das Tablet dafür nehmen. Das Smartphone geht schon ja nicht. Aber ist noch irgendwas Kleines? Ja, hier eine goldene Uhr. Dann nehme ich das Tablet. Das Amethyst-Armband brauche ich noch. Dann nehme ich das iPhone dafür raus. Hier ist noch ein Smartphone. Goldene Uhr haben wir noch zum Glück in Mass. So, habe ich jetzt noch irgendwas drin, was hier gesperrt ist? Nee, eigentlich nicht, ne? Lampe, Gamepad, silberne Uhr. So, jetzt ist das Ding auch voll. Passt soweit. So, einmal freischalten und hacken. Aber so. Dahin, da. Da.
da. Oh. Auch doof. Sagen wir mal so. Dann halt so. Wenn es nicht anders geht. Ich habe jetzt zumindest keinen anderen Weg gefunden, also. Das Hacken ist schon nett gemacht, aber auf Dauer ist es dann auch etwas störend. Ja gut, manchmal geht es schneller, manchmal nicht so schnell. So, aber ich würde sagen, wenn ich mich jetzt, das war schön, wenn ich mich jetzt nicht irre, dürfte das eigentlich noch die letzte Quest sein. Und ich habe da für mich beschlossen, ich werde jetzt hier nicht bis zum Exitus weiterspielen. Das Ding ist im Early Access. Das heißt, ich kriege hier regelmäßig meine Updates. Und wenn wieder ein ordentliches Update drin ist, würde ich persönlich sagen, machen wir das so, dass ich da nochmal eine Folge nachsteuere. Ansonsten wird das jetzt wahrscheinlich die letzte Folge werden. Wir werden gleich nochmal ein bisschen verkaufen gehen. Und gucken, dass wir hier das Zeug loswerden. Und dann nochmal eben bei BlackBerry reingucken. Sicher ist sicher, man weiß ja nie, ne? Ah ja, hier, da kann ich nämlich die Kunst verkaufen. Und dann ist nämlich die Quest abgeschlossen. Die Kunst behalten wir aber. So, hier haben wir die Geschenke. Die habe ich, wie gesagt, schon alle erledigt. Dazu müsste ich jetzt halt im letzten Haus nochmal alle Geschenke einpacken. Ist mir jetzt zu viel Arbeit, ganz ehrlich. Dementsprechend lassen wir das gerade mal. So, antike Statue. Da fehlt mir noch die eine. Dann kriegen wir 24.000. Die antike Violine habe ich noch nicht gefunden, aber wir wissen wenigstens, wo diese Statue ist. Neben der Uhr, die wir zerstören mussten gerade eben, stand ja noch eine. Die könnten wir uns dann nochmal irgendwann holen. So, ansonsten hier auf... hier gibt es keine neuen Quests. Ich habe also auch keine mehr Nebenquests mehr offen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach sagen, schnappen wir uns hier einfach nochmal... Geschenke. So, jetzt können wir hier nochmal ganz kurz die... Schlüssel wegpacken. Die hatte ich eingesteckt, damit ich mir die Geschenke da rausholen kann. Dann hole ich mir das Juwelierwerkzeug hier raus und hole hier nochmal eben die Juwelen raus. Das haben sie auch schneller gemacht, dass man jetzt hier schneller die Juwelen entfernen kann. Hat wohl einigen Leuten zu lange gedauert. Gut, am Anfang war es auch extrem, dann immer die ganzen Juwelen dann und die ganze Kette noch auseinanderzunehmen und die ganzen Kettenteile auseinanderzunehmen, das war schon extrem am Anfang, das gebe ich zu. So, Schlüssel, das passt nicht mehr. Nö, aber dann lassen wir es so, ist okay. So, dann einmal bitte zum Pfandhaus. Ich weiß, ich habe das Gemälde noch dabei. Welcome back. Hallo. Nimm den Müll da weg. Ah, nimmt er also auch nicht. Ja, okay. Er nimmt den Müll nicht. Den müssen wir irgendwann mal wegschmeißen. Tablet für 600, Tablet für 500, so die Geschenke nimmt er nicht, das Bild nimmt er auch nicht, aber der Rest ist relativ, ist okay. So, ich könnte doch eigentlich die Geschenke dann auch einfach hier rausschmeißen. Weil die Quest werde ich eh nicht mehr erledigen. So, dann ist das Thema für mich erledigt. Achso, warte mal. Dann kann ich auch eben aus dem Inventar... die beiden Geschenke wegschmeißen. So, das Thema ist dann durch. Weil, werden wir nicht machen, ne? Ah. Ich wollte gerade schon sagen, Leute. Das ist doch nicht alles. Ich habe doch noch mehr dabei. Hallo.
Okay, er zählt das trotzdem mit. Auch wenn es nur draußen liegt, das ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe, dass das irgendwann despawnt. Was ich nicht glaube. Ja, schade. Schade drum. Ja, komm, dann machen wir Folgendes. Dann stecken wir das hier wieder ein. Dann schmeißen wir das bei uns weg. Oder lass uns bei uns liegen. Weil jedes Mal, wenn ich jetzt hier die Pakete noch als Verkauf mit habe und der dann, ich dann immer scrollen muss, das ist doch bescheuert, da werde ich doch bekloppt, ey. Dann lassen wir halt doch besser bei uns. Und dann ist das Thema erledigt. So. Wie gesagt, mal hier die Geschenke rausholen. Schmeiße ich jetzt eben hier hinten in die Ecke. Da stören sie hoffentlich keinen. Und dann haue ich die auch noch hier raus. Zack, zack. Fertig. Klappe zu. Jetzt gehe ich nach Black Bay, verkaufe da oben meinen wunderbares Picasso-Bildchen hier. Warte mal. Warte mal. Hat er jetzt gespeichert gehabt gerade eben? Ah, ich weiß, wie ich speichere. Ich muss aus dem Safe was rausnehmen, ne? Dann speichert er ja, glaube ich. Ja, ich glaube, ich muss aus dem Safe was rausnehmen. Komm, das machen wir mal eben. Testen wir das mal ganz kurz. Ja, alles klar. Gut, dann packen wir den Schlüssel wieder rein. Und dann haben wir jetzt gespeichert. Dann können wir an der Stelle das Spiel weitermachen. Und jetzt wird dieses Spiel nämlich wahrscheinlich wieder ein abruptes Ende finden. So, Black Bay verkaufen. Habe ich hiermit getan. Wir haben 210.822 Dollar. Hebe das Paket im Tor auf. Neben dem Tor auf kennen wir schon, was jetzt passiert. Winnie hat sich auch nicht mehr gemeldet bei mir. Komisch. Und damit ist die Abschlusssequenz wieder drin. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat soweit Spaß gemacht. Sobald wirklich wieder ein neuer Content reinkommt, werde ich nochmal eine Folge bringen. Das war sehr laut jetzt. Ich verabschiede mich halt mit dem Knall. Wie gesagt, sobald neuer Content reinkommt, neues Gebäude, dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Dann nehme ich für euch auch gerne ein paar Folgen auf. Und gucken uns die neuen Gebäude an, weil, wie gesagt, das wird halt noch weiterentwickelt, gerade vom Piotr. Wolf, wie auch immer, vom Herrn Wolf. Und ja, ich finde es nach wie vor lustig. Es macht immer Spaß. Es ist zwar ein bisschen frustrierend teilweise. Die Musik ist jetzt auch am Ende sehr laut. Aber ja, wie gesagt, dafür, dass das so wenig Leute programmieren, ist das schon echt gut gemacht. Gut. Ich verabschiede mich zur nächsten Folge, die dann irgendwann demnächst kommen wird, sobald ein neues Update da ist. Und dann gehabt euch wohl, viel Spaß und bis demnächst. Mach's gut. Tschüssi.